So, hallo Freunde, heute bin ich hier mit dem Roberto Meyer von der Immo-Agentur. Servus, Roberto. Hallo, grüß dich, servus. Und, wie geht's? Ganz gut, dir auch? Ja, alles gut, alles gut. Perfekt, perfekt. Du hast ja dein Maklerunternehmen aufgebaut innerhalb der letzten 6 Jahre. Mhm. Hast ordentlich viele Mitarbeiter jetzt. Wie viele sind es jetzt an der Zahl? Jetzt haben wir 30 Mitarbeiter. Okay, 30 Mitarbeiter in 6 Jahren. Mhm. Und vor 6 Jahren fing es so an, dass du deine erste Immobilie vermakelt hast, oder wie war konkret der Einstieg? Der Einstieg war so, ich war Bankangestellter, mhm, und habe früher bei der Bank nie Wohnbaufinanzierung gemacht. Irgendwann ist der Tag gekommen, da musste ich Wohnbaufinanzierung machen, mhm, und das wollte ich zuerst gar nicht. Und ja, dann habe ich mir ein bisschen quergestellt und habe mich halt doch irgendwie, habe ich doch angefangen, die Wohnbaufinanzierung zu machen, und habe ich irgendwo die Affinität zur Immobilien entdeckt und habe voll die Gaudi gehabt mit den, mhm, ganzen Immobilien, und dann habe ich so angefangen Fix und Flip zu machen, mhm, mit der ersten Wohnung, und das ist super gelaufen, und dann habe ich gedacht, okay, ich starte jetzt als Immobilienmakler und Projektentwicklung durch. Okay, und dann hast du angefangen, von zu Hause aus die Wohnung zu vermarkten, oder hast du direkt ein Büro aufgemacht mit Angestellten, gleich eingestiegen? Zuerst habe ich alles zu Hause eigentlich aufgebaut, mhm, und dann, bevor ich aber an den Markt gegangen bin mit den Immobilien, hatte ich dann schon ein Büro, habe gleich ein Büro gemietet, habe dann auch gleich mal einen Mitarbeiter eingestellt, der mir die Sachen macht, wo ich nicht so stark bin, oder? Ja. Ich bin eher so im Verkauf stark, mhm, und Strategie und so, habe schon gemerkt, administrative Arbeiten und so weiter, das ist für mich ein bisschen die Schwäche, und habe mir da einen Mitarbeiter eingestellt, der mir meine Schwächen eigentlich abnimmt, sozusagen. Okay, jetzt hast du verschiedene Firmen: Immo-Agentur, Immo-Care, mhm, Immo-Bestandsgesellschaft. Ja. Und? Das Hotel, genau. Und die kamen alle so nacheinander. Also ganz genau. Die Immo-Agentur war aber die Base von allem. Die Immo-Agentur war das allererste. Ja. Das ist eigentlich die Hauptfirma, die Immo-Agentur, die Maklerei. Da, mhm, vermitteln wir so im Jahr über 300 Objekte. Mhm. Sind in Österreich 15 stärkster Makler. Ist das super, weil wir nur im Vorarlberg unterwegs sind. Und was sind die Vorreiter? Das sind dann Banken, Großbanken? Genau, Großbanken, die ganz Österreich abdecken als Makler. Wir decken ja nur das kleine Bundesland Vorarlberg ab, und das passt super für uns. Ja. Und haben dadurch das eigentlich 10% Marktanteil bei uns, was sehr viel ist. Das ist mal die Immo-Agentur. Dann haben wir noch die Immo-Care, die die Immobilien von uns natürlich betreut und umbaut. Da sind ca. 15 Leute beschäftigt. Dann haben wir die RMI sozusagen, die Gesellschaft, wo die Immobilien drinnen sind vom Eigenbestand. Okay. Und auch das Hotel. Okay, okay. Sehr, sehr, sehr interessantes Geschäftsmodell auf jeden Fall, weil die Firmen natürlich auch voneinander ein bisschen mit profitieren können. Ganz genau. Und das ist schön geil, so Synergieeffekte zu schaffen. Ganz genau. Jetzt gibt es natürlich auch immer wieder die Frage, wie kann man das schaffen, so einen größeren Immobilienbestand aufzubauen, ohne viel Eigenkapital einzusetzen. Und du weißt ja ganz genau, wie es läuft, das Spiel. Mhm. Wie würdest du jetzt empfehlen, einem jungen Investor, der einsteigt, Vermögen aufbauen möchte, mit Immobilien vorzugehen? Wie viel Prozent Eigenkapital würdest du reingehen? Würdest du sagen, hey, so viel Kredit ist nicht so gut im Verhältnis zum Wert? Oder würdest du sagen, hey, egal wie viel, wenn die Bank dir 110% gibt, nimm es an? Was ist so dein Steckenpferd da? Also, wenn jemand Immobilie als Bestand aufbauen möchte, oder? Ja. Sollte der erste Tipp ist mal, also kleine Einheiten anfängt. Das ist viel besser, mal kleine Einheiten. Das Risiko ist schon mal viel kleiner. Das, ja, heißt, wenn eine Miete ausfällt oder wenn er keinen Mieter findet, ist das Risiko klein. Erstens mal vom Volumen und des Kredites, und zweitens auch für die Betriebskosten laufend, mhm, zu decken. Das heißt, also ich würde eher mehrere kleine Wohnungen kaufen. Mhm. Von der Kredithöhe her würde ich so gestalten, dass ich also 90 bis maximal 100% finanziere, und der Rest versuche mit Eigenkapital, damit es ein bisschen gesund angezahlt ist. Mhm. Bei euch in Österreich ist es ein bisschen anders, da läuft es dann aus über 30 Jahre so eine Finanzierung. In Deutschland ist oftmals nur eine 10-Jahres-Bindung. Mhm. Und du würdest du dann empfehlen, in Deutschland auch zu probieren, mal so ein Österreicher das Modell durchzusetzen, oder würdest du sagen, hey, 10 Jahre ist schon genug? Nee, also ich finde das Modell in Österreich schon angenehmer, weil, ja, ich so gewohnt bin, oder? Wir kaufen eine Immobilie, und die wird auf 30 Jahre finanziert, 25, mhm, oder 30 sogar, und dann ist sie nach 30 Jahren ist sie komplett getilgt und ist sie komplett abbezahlt. Mhm. Und das finde ich schon praktisch so eigentlich, oder? Dass man später mal Nachverhandlungen kommt. Aber ihr habt schlechtere Renditen als in Deutschland, hast du schon im Vorgespräch erzählt. Genau, es kommt natürlich immer darauf an, in welcher Region man ist, in welchem, mhm, Bundesland man unterwegs ist und natürlich auch in welcher Stadt man natürlich ist, oder? Und wenn ich jetzt zum Beispiel schaue, dass wir in Österreich nie
also egal wo wir sind, wir haben nie so gute Renditen wie bei euch in Deutschland, Faktor, oder geht auch gleich der Zins, 10%, höre ich ja bei vielen beim Kongress, das gibt es bei uns in Österreich gar nirgends. Na, wir im Vorarlberg haben zwischen 3 und 4, wenn es gut geht, mal 5% Rendite. 5% Rendite ist ein Faktor von 20, aber das gibt es ganz selten bei uns. 5% musst du ordentlich zuschlagen. Im Wohnbau natürlich, oder? Mhm. Bei Gewerbe natürlich hast du schon höhere Rendite, aber wir reden jetzt rein von Wohnungen. Okay. Ja? Und dann ist schon auch so, dass du teilweise Objekte ankaufst, die dann gar nicht Cashflow-positiv sind am Anfang? Ganz genau, ich kaufe auch Objekte an, wo anfangs jetzt Cashflow nicht positiv ist, weil ich weiß, ich kann sie später ins Positive bringen. Wo Objekte, von denen ich überzeugt bin, wo ich denke, okay, hier steigt auch der Wert der Immobilie und natürlich auch die Miete irgendwann einmal. Oder wenn es einen Bezug dazu gibt, wo ich sage, okay, die Immobilie, die gefällt mir ganz besonders, die möchte ich aus irgendeinem Grund, dann kaufe ich sie auch mit Cashflow Null. Welchen Horizont nimmst du für einen Cashflow Null ein? Also wenn du sagst, ja, ich kaufe mir jetzt eine Wohnung für Cashflow Null, ich will die innerhalb der nächsten 3 Jahre, 5 Jahre oder 10 Jahre auf positiv bekommen, was ist so dein Minimum, was du sagst? Ich glaube, ich renne es nicht so einzeln aus. Ich denke mir so, okay, wenn ich diese Wohnung kaufe. So bauchgefühlmäßig. Ja, genau. Und sage, okay, ich zahle das mal an und denke dann, in den nächsten Jahren kommt dann das automatisch. Bei einer großen Masse bekommt man es so gar nicht genau mit, wann man es wirklich anpasst. Das machen die Mitarbeiter. Aber ich bin immer von der Immobilie selber überzeugt. Und natürlich, die letzten Jahre haben mir auch recht gegeben, oder? Natürlich in Deutschland auch, die Preise sind natürlich gestiegen. Und alles, was früher mit Cashflow null war, ist heute mit Cashflow extrem gut, oder? Aktuell, ja. Oder? Das ist natürlich der große Vorteil. Das ist richtig. Aber es gab natürlich auch schon Phasen in der Vergangenheit, wo es mal runtergeht. Hast du so eine Phase auch schon mal miterlebt? Oder? Ich habe es noch nicht miterlebt, oder? Ganz ehrlich gesagt, aber das gebe ich auch als Tipp mit. Man muss ein bisschen liquide bleiben. Die Liquidation ist natürlich etwas Wichtiges, oder? Dass wenn einmal wirklich die Preise ein bisschen sinken würde, dass man dann eigentlich, dann darf, sollte man eigentlich einkaufen. Mhm. Dann sollte man einkaufen, ganz genau. So, jetzt bist du als Makler top positioniert, kriegst oft Angebote rein zum Vermarkeln, zum Einkaufen. Mhm. Was sind so die Top-Tipps, wo du sagst, hey, für einen Investor, mach das und das, dann kriegst du gute Deals zum Einkaufen. Gute Deals zum Einkaufen, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man mal mit dem Makler, also mit dem Makler ein gutes Verhältnis hat, oder? Ich kaufe von meinem Bestand Immobilien, oder? Also, ja, genau. Ganz gut, ja genau. Na, ich kaufe eigentlich von meinen Immobilien, habe ich 2/3 der Objekte über Makler gekauft. Mhm. Und die wissen, wenn man unkompliziert ist, ordentlich zahlt, keinen Preis verhandelt, wenn die wieder irgendeine Immobilie haben, dann rufen die automatisch mich an und sagen, hey Robert, ich habe keine Deal für dich. Ja, genau. Die Wohnung, und dann kaufe ich sie ganz unkompliziert. Zahl das Honorar gleich ein vom Makler. Und wenn was kaputt ist, ist halt kaputt, egal. Aber dafür bin ich immer die erste Ansprechperson, wenn es um kleine Einheiten geht. Perfekt. Das habe ich wie bei den Maklern so diese Position positioniert und das kommt natürlich, da kommen natürlich viele Objekte rein. Aber beim kleinen Einheit ist ja das Ding, du hast schon andere Miteigentümer im Objekt noch viele drin und viele Investoren sagen auch, hey, ich möchte alleine bestimmen können. Wenn dann die anderen sagen, hey, wir möchten das Dach machen und du sagst, nee, dann wird es gemacht und du hast erhöhte Rücklagen teilweise. Ja, wie stehst du zu dem Punkt? Eben, da kommt der nächste Punkt, der Vorteil von einer kleinen Einheit. Wenn du einen großen Wohnblock nimmst. Ja, die Umlage ist nichts. Ganz genau, eben, genau. Die Umlage ist gar nichts. Und darum ist mir das eigentlich egal, wenn ich einen großen Wohnblock habe, meine Umlage ist ganz klein, ob die das Dach richten oder Heizung reintun, ist mir eigentlich egal, weil mir betrifft es ja so wenig, oder? Das ist minimal, oder? Der Nachteil, wenn man, ich habe ja auch Zinshäuser komplett, ich habe ja ganze Zinshäuser, aber auch verstreut einzelne Einheiten. Der Nachteil bei den Wohnblöcken, also Zinshäusern, ist das, wenn das Dach kaputt geht, dann muss ich zu 100% zahlen. Das hast du auch nicht vergessen, oder? Ja. Ich kann da bestimmen, ob ich es mache oder nicht mache, aber ich muss dann selber zahlen zu 100%, oder? Und das ist natürlich der Unterschied. Wie ist bei dir die Verteilung von Zinshäusern zu Einzelobjekten, zu kleinen Wohnungen? Ich glaube, dass circa die Hälfte der Einheiten, die ich halte, sind in Zinshäuser. Ich habe so über 10 Zinshäuser und die andere Hälfte von den Einheiten sind verstreut, hauptsächlich im Vorarlberg. Okay. Und jetzt noch eine Frage, und zwar, wenn du so größere Objekte ankaufst, die jetzt nicht von den Maklern zugespielt werden, wie machst du das? Wie gehst du das ran? Kennst du dann die Eigentümer und fragst sie mal aktiv, ob die verkaufen wollen, sodass du halt proaktiv auf die zugehst, oder wartest du auch, bis so ein Deal dir angeboten wird? Ganz selten. Also ich habe zum Beispiel bei einem großen Objekt, da habe ich wirklich den Eigentümer angesprochen.
Habe ich aber schon gehört, dass er vielleicht irgendwie verkaufen möchte. Das haben wir jetzt gerade abgewickelt. Aber an und für sich kommen entweder die Leute auf mich zu. Ich habe auch drei Zinshäuser habe ich gekauft. Da sind die Eigentümer auf mich zugekommen. Die wussten, okay, der Roberto kauft Zinshäuser. Und die sind zu mir gekommen, die wollten das einfach diskret verkaufen. Und das war ein großer Pluspunkt, oder? Die haben sich einfach gesagt, ich möchte das nicht an die große Glocke hängen. Das waren Unternehmer, die eigentlich nicht wollten, dass man das Zinshaus online stellt, weil jeder gewusst hat, dem Unternehmer gehört das Zinshaus und der hatte Bedenken, dass die Leute reden. Und das musste eigentlich diskret ablaufen und die hatten eine Preisvorstellung und die habe ich dann erfüllt, hat für mich super gepasst. Mhm. Und so bin ich eigentlich zu drei Zinshäusern sehr guten gekommen eigentlich. Wie war der Preis dann im Verhältnis zum Markt? Also war das schon günstiger, 90% oder 100%? Na, aber vielleicht 10% günstiger wie draußen am Markt, vielleicht maximal. Okay, aber der Vorteil ist dann halt, dass du auch keinen Wettbewerb hast und in Ruhe da das ganze Ding abwickeln kannst. Genau, aber man darf nicht vergessen, die Leute wissen ja auch, was ist die Immobilie wert. Das ist nicht so, dass die Leute kommen und sagen, boah, ich glaube, so ein Zinshaus ist 1 Million wert, in Wirklichkeit ist 3, das ist auch nicht so. Nee. Und das möchte ich auch nicht machen. Also ich berechne das durch und sage, okay, aus meiner Sicht ist zum Beispiel 3 Millionen wert, oder? Wir können so machen, ich kaufe es dir ab, ich gebe dir 2,7 Millionen, aber 2,7, du kannst schon nächste Woche das Geld haben und dem ist erledigt. Oder wir gehen am Markt und schauen, was kommt raus. Ich kann mir vorstellen, bis zu 3 bekommen wir, aber es braucht seine Zeit, bekommen wir es wirklich etc. Und das ist oftmals, der Kunde entscheidet dann, okay, wenn er wirklich dringend Geld braucht, treffen wir uns in der Mitte oder irgendetwas. Mit dir oder entweder Vermarktung? Ganz genau. Und wenn du jetzt Vermarktung für Dritte machst, also zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, ich möchte ein Haus verkaufen, das ist aber nichts für dich, weil es zu teuer oder so und du vermarktest das, wie gehst du daran in die Akquise? Also wenn du nicht selber kaufen möchtest, sondern wenn du aktiv Vermarktung suchst, melden die Leute sich bei dir oder gehst du raus? Nee, eigentlich die Leute melden sich eigentlich automatisch bei uns. Wir sind natürlich in Vorarlberg sehr bekannt und man kennt uns und ich glaube, dass wir eigentlich die 10% Marktanteil, wo wir haben, die haben wir wirklich, weil wir einen guten Namen haben und da rufen die Kunden automatisch an und holen uns und vielleicht einen anderen Makler an den Tisch und schauen, wo ist die Sympathie, mit wem möchten sie zusammenarbeiten und da bekommen wir schon natürlich sehr viele Objekte rein. Ja, okay, danke Roberto. Ich habe auf jeden Fall viel gelernt von dir, vor allem mit der Firmenstruktur, dass man da Firmen aufbaut, die untereinander profitieren voneinander und dass man Synergieeffekte schafft. Das finde ich sehr interessantes Modell. Gibt es noch irgendwas, was du mir oder der Community mit auf den Weg geben möchtest? Na, ich glaube, was ist eigentlich das Wichtigste, das ist, dass man heute, wenn jemand sagt, er möchte mit Immobilien arbeiten, dass er die Leidenschaft zu Immobilien hat. Oder wenn die Leute sagen, hey, ich mache jetzt Immobilien, weil da könnte ich schnelles Geld machen, es ist einfach irgendwie, finde ich, nicht so richtig und viel zu viel falsch. Oder? Mit Immobilien kann man sicher Geld verdienen, aber im Fokus hat eigentlich die Arbeit dahinter. Und die Arbeit dahinter ist wirklich eigentlich eines der schönsten Arbeiten. Mhm. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade den Wohnblock in Götzis saniert. 64 Einheiten, haben viele gelacht, was tut er mit diesem Wohnblock, schlechtester Ruf, und habe den selber saniert und das hat so viel Spaß gemacht und Freude gemacht, oder? Das Geld, was man dabei verdient, ist eigentlich eine Nebensache. Und ich fahre da ab und zu Samstag, wenn ich nach Hause gefahren bin, um 1:30 bin ich nochmal hingefahren, während dem Umbau, habe nochmal angeschaut, bin durchgelaufen und bin voller Stolz nach Hause gegangen. Und ich glaube, wenn das jeder von der Community einfach sich das Thema Immobilien wirklich reinlebt, dann bekommt man auch viel mehr positivere Ideen. Man beschäftigt sich viel mehr mit dem Thema Immobilien, man kommt auf gute Ideen, man kommt auf Alternativen, man bekommt neue Strategien. Und ich glaube, das ist der springende Punkt. Man darf nicht immer das Geld im Fokus sehen, sondern einfach, dass man wirklich eine coole Sache hat und etwas, was wirklich Spaß macht. Ja, cool. Das Geld kommt dann von alleine. Und du bist jetzt ja auch mit deinem Logo auf einer Arena drauf bei euch? Genau, wir sind Namensgeber beim Stadion in Bregenz, Landeshauptstadt von Vorarlberg. Schick mir mal ein Bild durch, dann blenden wir das hier ein. Schicke ich dir genau durch vom Immoabenteuerstadion in Bregenz, ganz genau. Super. Perfekt. Super, dann danke auf jeden Fall für die Tipps und gerne. Dir noch einen schönen Abend. Super. Ciao. Danke dir auch.